Anybody here who wants a ticket for the show tomorrow, you can be my guest, okay? Including you. Really? And including me. Hey, Jerry. Hey, man. Can I just ask you one more last question? Sure. I have an idea. You guys play a concert tomorrow, right? Yeah. Yes, and I love to do something over there with class. Ladies and Gentlemen, streicht euch den heutigen Tag rot im Kalender an, denn am heutigen Tag wird die deutsch-amerikanische Freundschaft positive Geschichte schreiben. Gag-Geschichte. Nach dem Longest Day und dem Spontan, wenn ich du wäre, bei der ProSieben Newstime, ist heute endlich Payback Time. Ja, gut. Wie? Also, komm mal ein bisschen zusammen, sonst hört hier noch irgendeiner mit. Klaas denkt, dass wir beide uns hier heute einen schönen privaten Abend beim Konzert von 30 Seconds to Mars machen. Ne? Der hat aber keinen Plan, was ich hier schon alles den ganzen Tag über geregelt habe. Denn das hier wird der schlimmste Tag seines Lebens. So viel dazu. Klingt wie ein Plan. Der Mann muss jede Sekunde hier sein. Psst, wir wissen alle von nichts. Schnabel halten. Der muss jetzt jeden Moment kommen. Am besten versteckt ihr euch sofort. Geht ihr mal rüber mit der Kamera hinter die Karren da vorne irgendwo. Da kommt ein Taxi. Digga! Ne? Alles gut? Ja. Wird mega gut. Was denn? Was denn? Was soll das? Warum hast du ein Mikrofon? Ach, scheiße. Wo seid ihr? Ich hab das Mikrofon da dran, ihr könnt rauskommen. Wir haben ach, scheiße. Komm her. Oh, die ganze Lass es mich erklären, ernsthaft. Oh Mann. Sag mal, alles cool. Wie konnte ich glauben? Nein, das ist nicht für die Sendung. Das ist nicht für die Sendung. Die sind einfach genauso privat hier wie du. Ja, genau. Wofür ist denn das sonst, Alter? Deine Homepage. Ich möchte das einfach privat für uns festgehalten haben, damit wir, wenn wir mal später keine Freunde vielleicht mehr sind, ich sagen kann, ich kannte den mal. Oh, quatsch mich nicht voll, bitte. Jakob hat damit nichts zu tun. Können wir ihn verquatschen? Was macht ihr? Können wir ihn verquatschen? Warum? Brauchen wir das heute? Das ist jetzt ein blöder Zufall. Ich muss heute noch irgendeine Scheiße machen. Ihr steht alle unter einer Decke, irgendwas Nein. passiert. Aber okay, du, ich ist egal, ich blende das aus. Wir haben jetzt einen geilen Abend. Guck mal, habe ich die gerade gekauft. Entschuldigung. Oh Gott, ich hasse die so. Ich geh jetzt was regeln hier. Was machst du? Ich geh was regeln. Was regelst du? Was regelst du? Sag, was du regelst. Was gibt es hier zu regeln? Ich bin auch überrascht. Ja, merke ich. Hey. Hey, buddy, how are you doing? How's it going? Good, good, good. It's good to see you. I'm really looking forward to... tonight. Yeah, it's gonna be amazing. It is, right? Yeah, I think it feels really good. What do you think on a scale from 1 to catastrophe? Where do we land? Oh, it's gonna be a complete fucking disaster. So, I'm not so sure if the audience is going to boo or mm-hmm. if they're gonna start crying in sympathy because they feel so badly for him. Können wir mich jetzt vielleicht mal kurz am Arsch lecken? It's gonna be great. This is actually maybe the best day of my life. Oh, I'm so great. Thankful for Thank that. Thank you. Thank you. So, lass mal den Herrn mal alleine. Also der Plan steht. Ich glaube, viel besser kann es nicht laufen, oder? Yeah. Jetzt gleich kommt der Moment, warum wir hier sind. Das Konzert geht los. Ich kann es nicht genießen. Ich kann doch nichts dafür, dass du das jetzt nicht genießen kannst.
Ich möchte schon mal so viel vorwegnehmen. Der Abend wird in wenigen Sekunden eine drastische Wendung nehmen. Tonight is a very special night. We have an incredibly special couple of guests in the house. I'd love for you all to make some noise for your hometown heroes. Yoko and Klaas from Haligali are here in the house. Where are you guys? Oh shit, there they are. Make some noise. Yoko! Klaas! They told me earlier, he doesn't know this. This is actually a big surprise, okay? But they told me earlier that you've been playing drums, Klaas, for a number of years, for a very long time. Yeah, you. They said you've been playing drums for a long time. Yes, it is. And your biggest dream is to come down on stage and to play with 30 Seconds to Mars. Well, we'd like to make that dream come true. So will you come down and play with 30 Seconds to Mars? Hast du denn erzählt, dass ich Schlagzeug spielen kann? Ja. Denkt die Band, dass ich Schlagzeug spielen kann? Es kann sein, dass ich sowas in die Richtung gesagt habe, ja. So, die Dame drückt schon mal den Aufzug. Ich sag dir mal eine Sache, ne? Was denn? Da denken 17.000 Leute, ich kann Schlagzeug spielen, ne? Hier, ja. Bitteschön. Mach ich nicht, das spare ich mir, ne? Ganz echt, das spare ich mir. Nee, warte mal. So leicht ist das nicht, ne? Was ist das? Spontan, wenn ich du wäre. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Magst du dir bitte diese Brosche anstecken, damit du ein Teil dieses Spiels wirst? Du kennst die Regeln, du kannst nicht weg. Wenn ich du wäre, Klaas Häufer Umlauf, ja, würde ich jetzt so tun, als wenn ich seit 10 Jahren perfekt Schlagzeug spielen kann. Und egal, was heute Abend passiert, lass sie alle im Glauben, dass du ein perfekter Schlagzeuger bist. Egal, wer dich fragt, du sagst, ja, ich kann das. Ich kenne die Lieder nicht mal richtig. Ja, das gut, ist ne? Ja, jetzt nicht mein Problem. Ne? Das ist ein Spontan, wenn ich du wäre. Ab jetzt bin ich einfach nur noch Zuschauer und du steckst in der Misere.